die Stufenakkorde der Tonart C-Dur. Auf jedem Ton der C-Dur-Tonleiter lässt sich ein Dreiklang bilden. Sie beinhalten nur Töne der C-Dur-Tonleiter. Die Kirchentonleitern oder Modes, wie sie auch genannt werden, sind sieben Tonleitern, die entstehen, wenn auf jedem Ton einer Dur-Tonleiter eine Tonleiter gebildet wird. Eine Tonleiter für jeden Stufenakkord. In der ersten Reihe ist die C-Dur-Tonleiter abgebildet. Wenn wir in der Spalte nach unten gehen, sehen wir auf der sechsten Stufe die A-Moll-Tonleiter. Sie besteht aus den Tönen A, H, C, D, E, F, G und A. Im englischsprachigen Sprachraum sind die Kirchentonleitern eher als Modes, denn als Church Scales bekannt. Der Dur-Tonleiter sagt man Major Scale und dem Ton H sagt man Ton B. Der C-Dur-Tonleiter kann man also auch ionische Tonleiter oder Skala sagen. Und die natürliche Molltonleiter kann man auch unter der Bezeichnung äolisch finden. Der Tonleiter ab dem Ton D, der C-Dur-Tonleiter, kann man auch einfach dorische Tonleiter sagen. Nun könnte man sagen, es ist ja immer nur die C-Dur-Tonleiter. Ja, aber die C-Dur-Tonleiter klingt auch nicht gleich wie die A-Moll-Tonleiter. Entscheidend sind die Intervalle. Das heißt, die Abstände zwischen den Tönen. Es entstehen drei Dur, drei Moll und eine verminderte Tonleiter. Das Intervall Prime, Terz, ist ausschlaggebend, ob die Tonleiter eine Dur- oder eine Moll-Tonleiter ist. Der Ton E ist eine große Terz zum Ton C entfernt und der Ton C ist eine kleine Terz vom Ton A entfernt. Würde nach dem Ton C der Ton D und dann kein Ton E kommen, sondern ein Ton Dis, dann würde diese Tonleiter eher nach Moll-Tonleiter klingen. Eine Tonleiter, die mit dem Ton C beginnt und der zweite Ton der Ton D ist, aber der dritte Ton ein Dis, das wäre dann der Beginn der C-Moll-Tonleiter. Sowohl die D-dorische wie auch die natürliche A-Moll-Tonleiter, äolisch, weisen also beide eine kleine Terz auf. Erst bei der sechsten Stufe zeigt sich ein Unterschied. Die A-Moll-Tonleiter beinhaltet eine kleine Sechste, die dorische Tonleiter beinhaltet die große Sechste. Hören wir uns zunächst eine Akkordfolge in Dur an. Nun eine Akkordfolge in äolisch oder auch natürlich Moll. Und nun eine Akkordfolge in dorisch. Weil der D-Moll-barre Akkord im 10. Bund zu greifen ist, wechseln wir in die Tonart G-Dur. Somit können wir den A-Moll-Akkord im 5. Bund greifen. A-Moll ist der zweite Akkord der Tonart G-Dur. Der A-Moll-barre Akkord im 5. Bund ist der zweite Akkord der Tonart G-Dur.
Das wäre also dorisch. Die Intervalle der C-Dur-Tonleiter bleiben in jeder Tonart gleich. Hier am Beispiel G-Dur. Wie in jeder Dur-Tonart steht auch in G-Dur auf der ersten Stufe ein Dur-Akkord, gefolgt von zwei Moll, zwei Dur, einem Moll und einem halb verminderten Dreiklang. Wenn du die Akkordfolge D-Moll G-Dur spielst, so befindest du dich im dorischen Modus der Tonart C-Dur. Man kann auch Mehrklänge verwenden, zum Beispiel einen G7-Vierklang oder einen G9-Fünfklang. Wenn du die Akkordfolge A-Moll D-Dur spielst, so befindest du dich im dorischen Modus der Tonart G-Dur. Und nicht etwa in natürlichem A-Moll, denn A-Moll beinhaltet einen D-Moll-Akkord. Ein beliebter Vamp im Funk ist die Akkordfolge H-Moll-E-Dur, dem dorischen Modus der Tonart A-Dur.